Kurzes Video zu unserem OER Content Hub, welchen wir für die OER Förder Awards 2016 eingereicht haben. Welches Ziel verfolgt unsere Entwicklung? Wir möchten, dass zukünftig Lernende, ganz gleich welches LMS sie benutzen, ein und dieselben Kurse benutzen können. Sprich Kurse, die in Moodle als Open Educational Resource erstellt wurden, von Moodle an eine andere LMS-Installation, zum Beispiel ein OpenOLAND, ein OER-Droid oder ein Canvas oder jedes x-beliebige LMS übergeben werden können. Welches Problem löst unsere Entwicklung? Bislang ist es so, dass was in Moodle zum Beispiel erstellt wird, bleibt auch in Moodle und kann maximal mit einer anderen Moodle-Installation ohne große technische Schwierigkeiten ausgetauscht werden. Das gilt aber nicht nur für Moodle. Im Grunde betrifft es alle LMS. Wie kann ich meine Moodle OER-Kurse für ein anderes Open Source LMS zur Verfügung stellen? Unsere Lösung ist ein Content Hub. Wir schaffen eine technische Lösung und einen Rahmen, der es erlaubt, LMS-Kurse von einem Moodle, einem Canvas, einem OpenOLAND, jedem beliebigen LMS, einem Content Hub zur Verfügung zu stellen, und von dort können für jedes beliebige LMS Kurse übernommen werden. Was nützt mir ein OER Content Hub? Lernende können viel einfacher auf gute Open Educational Resources zurückgreifen und Lehrer oder Kursautoren können ihre guten Werke, ganz gleich in welchem System sie erstellt wurden, sehr einfach jedem Lernenden zur Verfügung stellen. Wer kann den OER Content Hub einsetzen? Jeder. Es wird keine Begrenzung geben, es ist eine Open Source Anwendung und jedes LMS kann daran angeschlossen werden. Mit welchem Open Source LMS kann ich auf den Content Hub zugreifen? Jedes beliebige LMS. Keinerlei Einschränkungen.